Moinsen, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder mit feinstem RP am Start, ne? An der Stelle, herzlichen Dank für 20.000 Abonnenten! Ja! Juhu! Mann! Und es gibt immer noch ein paar Vollidioten, die immer noch nicht abonniert haben. Was denkst du dir eigentlich? Wieso abonnierst du nicht? Meinst du das ernst? Heute gehen wir auf Lag RP, Los Angeles German Hardcore RP. Den Server hat mir tatsächlich liebe Erkan empfohlen, ne? Jens Bocholt. Was ist denn hier los? Direkt mit einem Auto hier am Start, ne? Ziehen wir uns erstmal was Vernünftiges an, ne? Vernünftige Klamotten. Und du kannst das Auto wieder zurückstellen. Hallo? Was? Da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal in Support gehen, ne? Herzlich willkommen im Support, wie kann ich dir weiterhelfen? Hi, ich bin neu auf dem Server und ich wurde jetzt eine Stunde gebannt vom Server. Ja, hast du dir das Regelwerk durchgelesen? Ja, also mit den Autos ist mir das schon klar, nur, also es war jetzt kein Mittel und Weg von A nach B zu kommen, deswegen, ich hätte das Auto ja wieder zurückgebracht, ich wollte mich nur kurz umziehen. Ich hatte ja keine Klamotten an, falls man es nicht gesehen hat, ne? Du kannst dich ja im Spawn-Menü umkleiden. Das hat gebuggt bei mir leider und dann hatte ich keine Klamotten. Erstmal bitte lass die Leute aussprechen, ja? Bitte? Lass die Leute immer aussprechen. Der Teamler gerade war hier nicht fertig mit dem, was er sagen wollte. Okay. Und du redest ganze Zeit rein. Was ist das jetzt hier für eine Attitüde? Es ist nicht Attitüde, das ist Respekt miteinander, ne? Also ich habe ihm doch nur erklärt, was bei mir vorgefallen ist. Ich habe ihm doch nicht reingeredet. Das verstehe ich, aber du hast gerade den unterbrochen. Der war noch nicht fertig. Ich merke schon, ihr seid hier so auf Krampf, Leute Regeln hinweisen und dies und das und auch, dass man direkt hier von oben herab sagt, ja, lass mal den Supporter, dies, das. Schau mal, ich weiß nicht, in was für eine Politik ihr hier fahrt, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das sehr unsympathisch rüberkommt, wie man jetzt hier mit Spielern redet. Cool. Wurde ich vom Discord gebannt, ne? Fängt ja wieder super an, ne? Das ist 5M, wir lieben 5M einfach. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe mich jetzt erschrocken, aber ne? Hast du mich wieder einen auf den Deckel verpasst? Ja, das kann ich gut. Dafür bin ich auch ein kleiner, 2 Meter unschuldiger Hamster. Super, gut. Offene Kommunikation hier, gefällt mir, ne? Das ist immer... So ist das. Also ja. Ich bin wie Herpes. Ich komme und gehe und bin nie gewollt. Boah, kommt mir bekannt vor, ne? Bei euch ist ja RP wirklich im Vordergrund, ne? Klar, ab und zu schwenkt man den Himmel von links nach rechts, aber das ist ja halt überall so, ne? Ab und zu kommt mal die Keule raus, aber das muss sein. Ich habe gestern zum Beispiel, da haben einer flachst mich seitdem. Da bist du baff, jetzt sagt er nichts mehr. Ja, kann ich verstehen. Also es hat ja auch gar keinen Mehrwert für RP und alles, ne? Genau. Guten Tag, die Herrschaften, hallo? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, tatsächlich schon, ich bin ganz neu hier. Was geht hier ab so? Bis dato ist ganz ruhig, also wenn Sie wollen, können Sie mal zu mir die kommen, wenn einer da vor Ort ist. Kann er ein bisschen was erzählen zu der Stadt? Meine Zeit verschwenden möchte ich ja nicht, ne? Das ist ja nicht der Sinn und Zweck der ganzen Scheiße hier. Ja, vorne ist ein Café, da sind ein paar nette Leute, mit denen können Sie auch noch mal reden. Alles klar, dann schaue ich mich mal um, ne? Bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Frohes Schaffen, ne? Ciao, ciao. Bis dann. Auch geil, dass man keine Minimap hat, ne? Fördert auch wieder geisteskrank das RP. Keiner da im Café, super, wurde ich verarscht. Officer? Ja, schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, mir wurde gerade gesagt, dass hier im Café Leute sind, aber da ist ja gar kein Mensch. Dann werden die neu geschlossen haben. Ja, warum habt ihr mich denn jetzt hier verarscht? Wer hat Sie denn verarscht? Sie haben doch gesagt, im Café werde ich jemanden antreffen und dass da ganz nette Leute sind, aber das Café ist ja zu. Ich hab das zu Ihnen gesagt. Ja, was weiß ich, welcher Volldepp das von Ihnen war. Jetzt mal schön langsam. Kommen Sie mal gerade zum Kaffee. Dass ich hier verarscht werde von Officern, das habe ich auch noch nie erlebt, ne? Behalten Sie mal die Nerven, junger Mann, ja? Das werden wir gleich klären. Gut. Kommen hier Kollegen jetzt hierher oder wie oder was? Moin, Tag. Moin. Ihr wart doch die Banausen, die zu mir sagten, ja, das Kaffee ist schön und gut hier, bla bla tralala. Moment, wir können gerade nicht, wir müssen jetzt los, komm schnell. Was ist hier los hier? Werde ich hier gerade verarscht von Ihnen oder was? King Corporation. Hi, guten Tag. Amen. Was seid ihr für ein Verein? Was macht ihr denn für Kram? Erstmal sind wir kein Verein. Zweitens machen wir keinen Kram. Und drittens sind wir eine Werkstatt. Ah, eine Werkstatt, wo ich mein Auto aufbotzen kann. Zum Beispiel. Okay, und wo ist die Dreckswerkstatt? Meine Lieferzeit für ein Auto beträgt 24 Stunden. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich muss hier ein Auto bestellen und dann muss ich einen Tag dafür... Bruder, da muss ich mir wohl ein Auto klauen. Ganz einfach. Oh, die Polizei ist hier. Einmal aussteigen, der Herr. Einmal aus dem Auto, hören Sie auf rumzufummeln. Kommen Sie aus dem Auto raus oder ich mal vom Taser gebrauchen. Ja, ich klemme hier gerade unten im Auto fest. Können Sie mir irgendwie helfen? Sie hören jetzt auf und kommen wieder raus. Jetzt steigen Sie ganz normal aus.
Ja, gut, kann ich ja machen, ist ja kein Problem. Was ist denn hier los? Was ist das Problem? So, drehen Sie sich immer rum. Wieso? Weil Sie sich einmal kurz rumdrehen sollen. Ich will gern gucken, ob Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände bei sich haben. Ich bin doch kein gefährlicher Kauz. Die sollen sich einfach, sonst komme ich einfach. Was ist denn los? Sie können mich doch nicht einfach festnehmen! Sie vorläufig festgenommen wegen des Verdachts des Diebstahls vom Fahrzeug. Das ist meine Schwägerin im Auto! Mein Schwager ist das im Auto! Gleich befragen. Ja, deine Schwägerin, dein Schwager und mein Bruder. Ja, können Sie den fragen? Das werden wir alles klären auf dem PD. Nee, also so. Sie können mich doch jetzt nicht einfach mitnehmen. Sie kommen jetzt erstmal kurz mit. Ich habe nämlich einen anderen Einsatz, der ein bisschen größer ist wie der hier. Ja, gut. Muss ich jetzt darunter leiden oder was? So ungefähr. Wie so ungefähr? Sie können mich doch nicht für Ihren Scheiß verantwortlich machen jetzt. Nee, ich werde jetzt mich mit der Dame unterhalten. Wenn der mir bestätigt, dass Sie ihn bedroht haben und sein Auto klauen, den Herrn. Der hat mir nur gesagt, dass ich sein Auto starten soll, weil er es nicht hinbekommen hat. Und unterhält der sich jetzt mit einem NPC? Yahoo! So, der Typ ist weg. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Bulle. Hat geklappt diesmal. Ich fahre jetzt zu dem Vollpfosten, zur Werkstatt und frage ihn, ob er auch ein Motorrad aufmotzen kann. Kann man hier jemand ans Tor kommen oder was oder wie? So, dann breche ich halt ein. Das Gelände sofort das Gelände runter. Wieder runter. Wieso kommen Sie nicht ans Zaun von? Ja, weil ich was zu tun habe. Weil ja auch andere Kunde sind, ganz Kollege. Schnell runter hier, schnell. Ich geh runter, kein Problem. Aber da können Sie nicht mal kurz ans Tor vorne kommen und mir Bescheid geben? Nee, also wer so kommt, also, wie so ein behinderter Punkt, auf gar keinen Fall. Was? Ja, komm, mach einen Abgang, aber ganz schnell. Was bist du denn für ein glatzköpfiger Kopf? Wie unsympathisch bist du denn? Genau, das ist das Spiegelbild. Verpiss dich, aber ganz schnell. Verpiss du dich doch. Du bist auf seinem Grundstück. Ja, dann mach mir das Tor auf. Ich komm nicht raus. Volldepp. Kannst so gehen, wie du gekommen bist. Ja, wie soll ich denn rauskommen, wenn ich hier nicht rauskomme, du Vollpfosten? Genau so, wie du gekommen bist. In meinem Haar. Jetzt verpiss dich. Ja, das ist dann wohl dein Pech. Dann ist ich wollte gerade sagen, hoch, ne? Rufen wir jetzt die Cops. Ja, dann rufen wir die Cops. Mal gucken, was sie zu deiner Pistole sagen, ne? Weißt du was? Ich rufe jetzt die Cops. Verpiss dich. Seit wann geht man denn so mit Kunden um? Also wirklich unsympathische Pisser, wie was ihr seid, wirklich. Guten Tag, ich würde gerne eine Anzeige aufgeben und zwar hier vorne bei der Werkstatt ist ein glatzköpfiger Mann mit einer Pistole, der hier Kunden bedroht. Da würde ich gerne mal das hier der Sache angehen. Ja, es kommt schon ein Streifenwagen zu Ihnen. Super, perfekt, alles klar. Dann freue ich mich drauf, ja? Ich hoffe, wir buchten den Vollpfosten ein. So, du hast jetzt die Arschkarte gezogen, die Polizei kommt jetzt, ne? Ich habe gar nichts gezogen, das ist mein Grundstück, jetzt verpiss dich hier runter. Ja, wenn du mich drum bittest, gehe ich, aber was ist das denn für eine Art und Weise? Was bist du denn für ein klein pippeliger Glatzkopf, also wirklich? Pass mal auf, du kommst hier angefahren, stehst da, weiß ich nicht, hast einen Krampf im Finger oder was? Bist du nur am Hupen, jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Was, mach mich nicht an hier, du schrei mich nicht an, Mann! Verpiss dich jetzt, sonst kriegst du gleich das Ding vom Kopf geknallt. Kollege, ich will eine Entschuldigung von dir. Verpiss dich, du kriegst gar nichts, außer was vom Kopf gleich. Glatzköpfiger Pfl, du, die Polizei kommt jetzt hier, ne? Ja, ist mir doch egal. Es ist mir sowas von scheißegal, ob die kommen. Das ist hier mein Grundstück. Du wirst im Knast landen, Mann. Die Polizei kommt und du wirst im Knast landen. Ja, natürlich. Ja. Ich hab die gerade schon angerufen, weil du am Hupen bist. Bitte, was für ein Scheiß? Sag mal, soll ich dir in die Fresse hauen oder was? Also mal so nebenbei, ne? Ich glaube auch sein Motorrad ist geklaut. Boah, was macht dich da so sicher? Weil man das nicht kaufen kann. Natürlich kann man das kaufen, du kannst es bestellen. Wo hast du es denn bestellt? Was juckt dich das denn, wo ich es bestellt hab? Ist schön. Juckt mich doch nicht, was du schön oder schlecht findest. Es kümmert dich doch um deinen Scheiß. Mach ich doch gerade. Nee, tust du nicht, du bist dich gerade in die Situation, dann halt mal lieber die Fresse. Ansonsten was? Was willst du denn eigentlich von mir? Schau mal, glatzköpfiger Eierkopf. Du sollst mein Grundstück verlassen und das jetzt. Du kannst da vorne gerne auf die Polizei warten und wenn sie dann da ist, kannst du wieder zurück mit ihnen hier hinkommen. Da ist die Polizei, sehr gut. Ha, jetzt wirst du dein Fett wegbekommen. Lass doch die Waffe in der Hand, wenn du ein Mann bist. Mal gucken, ob du die Waffe in der Hand lässt. Mann, genug Pille, Mann. Oh, komm, jetzt mach einen Abgang. Ich glaube, der hat das noch nicht so ganz verstanden, dass das sein Grundstück ist. Nee, Alter nicht. Schön mit Waffe die Kunden bedrohen, ne? Sehen Sie die Waffe in seiner Hand, Officer? Sehen Sie das? Das Ding war zu. Du bist ja beim Zaun geklettert, übers Dach gekommen. Guten Abend, Herr King. Guten Abend. Ja, natürlich, abgekapertes Spiel. Die kennen sich hier natürlich, ist ja klar, ne? Sie sind jetzt mal ruhig. Warum bin ich jetzt mal ruhig? Weil Sie jetzt erstmal ruhig sind. Ich unterhalte mich jetzt erstmal hier mit dem Eigentümer. Ja, aber warum? Ich bin doch derjenige, der die Anzeige gemacht hat. Ich habe Sie doch gerufen. Ich habe vorher schon angerufen, weil er mich bescheuert hupt. Der Herr King hat wohl vorher mich schon informiert, dass hier jemand ist. Ja, ich habe gehupt, richtig. Und daraufhin bin ich hier reingekommen. Fertig. Einen nach dem anderen. Ich kläre das jetzt hier. Unterhalte mich erst. Ja, der Herr hat doch eine Waffe in der Hand. Sind Sie blöd oder was? Haben Sie Tomaten auf den Augen oder was? Junger Mann,
So, jetzt habe ich Schnauze voll. Was? Wie haben sie mich denn jetzt hier von vorne gefesselt? Seitlich, mein Freund. Das geht ganz schnell. Was für ein Scheiß? Sind Sie Houdini oder was? Was ist das hier für ein abgekapertes Spiel eigentlich? Sagen Sie mal. Gehen Sie mal bitte auf die Seite, stellen Sie sich da gerade hin, benehmen Sie sich und dann komme ich gleich zu Ihnen und werde... Nö, ich bleib hier stehen. Ich will zuhören, was für ein Unfug der Volldepp redet. Also wirklich, das ist ja... Herr King, ich bin sofort wieder bei Ihnen. Was hat das denn hier mit vernünftiger Polizeiarbeit zu tun? Also wirklich, was ist denn Ihre Dienstnummer? Dienstnummer. Ich setze sie gerade. Dienstnummer. Oder Sie bleiben hier einfach stehen. Dienstnummer. Sage ich Ihnen gleich, wenn ich... Nein, Dienstnummer, jetzt. Ich krieg jetzt Ihre Dienstnummer. So, bitteschön. Hat der mich einfach ins Auto gesetzt. Unglaublich, ich kann auch nicht rausgehen, ne? Was mache ich hier? Wieso fick ich das Auto? Überprüfen die gerade mein Motorrad? So, haben Sie es jetzt mal geschafft? Benners, habt ihr alles abgeklärt? Haben Sie es jetzt mal geschafft, Sie Volldepp? Ja, wir treffen uns gleich im PD. Ich habe eine Person festgesetzt, komm mit der jetzt zum PD, ja? Wir unterhalten uns gleich auf dem PD. Ja, wir unterhalten uns gar nicht. Ich werde mit Ihnen nicht reden, ganz einfach. Ja, dann werden Sie nicht mit mir reden. Dann kriegen Sie Ihre Strafe so und dann ist das auch... Ja, okay. Dann kriege ich halt meine Strafe. Juckt mich doch nicht. Ich habe auch voll die Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Cool. So, mein Herr. Super, sehr schön. Seit zwei Stunden bin ich hier im Auto drin und habe die Möglichkeit, nichts zu machen. Super. Sirs, der Herr mit dem blonden Haaren möchte mir nicht seine Dienstnummer geben, ne? Der weigert sich und ich weiß, dass das Ihre Pflicht ist, Dienstnummern rauszugeben. Können Sie mal kurz Ihre Hände heben? Ich will nur sehen, ob die Handschellen richtig los sind. Nee, kann ich nicht. Sirs, Sie mit den blauen und mit der Cap? Gut. Ist Ihnen das auch egal, dass der Herr jetzt seine Dienstnummer mir nicht gibt? Kommen Sie jetzt freiwillig mit oder muss ich Ihnen wieder Handfesseln anlegen? Warum sind Sie denn jetzt so freundlich? Sie haben mich doch eben von A bis Z beleidigt. Ja. Auf einmal neben Ihren Kollegen sind Sie so freundlich. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Sehen Sie mal, wie Sie nicht hingucken können, ne? Sie haben eine Handyaufnahme gemacht und ich habe eine Bodycam. Bitte, was für ein Ding? Zeige ich Ihnen gleich. Ich habe die Schnauze voll. Soll ich mich gleich... Herrschaften, nehmen Sie den bitte mit hoch. Was ist das denn hier für ein Verhalten? Also wirklich, wie geht man denn hier mit normalen Bürgern um? Was seid ihr denn für Polizisten? Also wirklich. Durchsuchen Sie den Herrn bitte und lesen Sie ihm seine Rechte erstmal vor, ja? Erstens hat er mir nicht meine Rechte vorgelesen, zweitens hat er mich schon dreimal durchsucht. Er weiß, dass ich nichts dabei habe. Ich habe Sie gar nicht durchsucht. Nicht Sie Volldepp, der Mann mit den blonden Haaren. So geht das schon die ganze Zeit, die Herren. Ich habe ihn noch nicht durchsucht. Durchsuchen Sie ihn bitte, ja? Alles klar. Ich wüsste nicht, dass ich Ihnen das Du angeboten habe. Doch, hast du! Halt die Fresse! Können Sie mal hier nicht so rumschreien? Halt's Maul! Nicht provozieren lassen, Kollege. Nicht provozieren lassen. Du halt die Fresse mit den blonden Haaren. Volldepp. Ah. So, nehmen Sie den Herrn mit. Nehmen Sie den Herrn mit. Ey, sind die schlecht? Sind die schlecht, wirklich? Bitte, Tor offen. Bäh. Was seid ihr denn für Volldeppen, wirklich? Trefft ja gar nichts. So, mitnehmen. Also, das Suchen war auf jeden Fall erstmal negativ. Name habe ich durch einen Ausweis. Warte, bevor du ihn losmachst, ich sichere dich. So, ich lasse ihn los. Der Herr mit dem Cowboyhut, sind Sie wenigstens kompetent hier? Bleiben Sie doch mal stehen, damit der Kollege Sie losmachen kann. Einsperren. Ah. Oh, hat seinen Kollegen bewusstlos geschlagen, ne? Vollidiot. Vollpfosten, würde ich mal sagen, an der Stelle, ne? Oh, Kollegen gefesselt, super. Super. Bäh. ihr zwei Officers, geht bitte raus, das ist eine Sache zwischen für mich und Harris. Hallo. Dann reden wir doch mal, du warst doch eben so gesprächig. Ich habe vom Kontrollraum über die Bodycam alles gesehen. Wo ist denn hier eine Bodycam im Kontrollraum? Das macht ja gar keinen Sinn. Sie machen ja von Anfang an hier nur Scheißarbeit. Von daher können Sie ja nicht erwarten, dass jeder Bürger dann auf einmal ganz normal oder korrekt zu Ihnen ist, ne? Jeder Bürger, der hier gerade einreist, nimmt sich auch ein bisschen anders. Ich habe mich anfangs anders benommen, aber als der Vollpfosten hier vor mir meinte, mich einfach mitnehmen zu müssen, ohne mir überhaupt zu sagen, was vor sich geht, ne? Ich kann dir sagen, der Herr ist sehr oft aufgefallen wegen Fahrzeugdiebstahl. Was für sehr oft? Das stimmt doch gar nicht. Einmal habe ich ihn selbst erwischt. Ich musste dann zum Einsatz wegen Geiselnahme. Er war auf einmal weg. Dann ist er wohl wiedergekommen. Hat sich eines Motorrads bemächtigt, was nicht registriert ist. Ich habe es beschlagnahmt. Stimmt nicht. Ist gelogen. Es gibt mehrere Zeugen. Nein, ist gelogen. Stimmt nicht. Das ist ein abgekappertes Spiel hier. Das ist ein abgekappertes Spiel. Jetzt lassen Sie mich doch mal gerade mit meinem Kollegen unterhalten. Und, das ist ein abgekappertes Spiel. Das erste Mal habe ich den Kerl kennengelernt. Lassen Sie ihn nur mal ausreden. Aber bitte weiter. So. Das ist ein abgekappertes Spiel, Mann. Scotty, beam ihn ab! Ja.
Du wurdest permanent von diesem Server gebannt. Grund passt nicht zur Community. Alles klar, Digga. Es ist wirklich wieder Hardcore. Hardcore-Server sind die Gefangensten, wirklich. So eine scheiß Polizeiarbeit habe ich noch nie gesehen, ne? Ansonsten, ja, ich hoffe, ihr konntet lachen, ja. Falls nicht, lutscht mein Schild, abonniert den Kanal und morgen kommt übrigens ein geiles Special-Video. Wir haben die 20k erreicht. Da habe ich was Schönes für euch vorbereitet. Lasst euch überraschen. Bis dann, ciao.